So, jetzt geht es um diesen netten Herrn hier, um Martin Heidegger und seine Theorie der Zeit in seiner Schrift Sein und Zeit. Da ist ja schon die Zeit drin. Also es ist eine Ontologie. Alles, was mit Sein zu tun hat, ist eine Ontologie. Da war die gute Mann 38 und das ist wirklich ein Klassiker, dieses Werk. Das sollte jede Philosophiestudentin und jeder Philosophiestudent mal teilweise gelesen haben. Ich sage jetzt nicht das Ganze, das ist sehr umfangreich und da kommt man nicht ganz durch vielleicht. Selbst in einem Seminar, das nur diesem Thema gewidmet ist, kommt man nicht durch. Aber ich denke, es ist ein interessantes Thema und das sollten Sie unbedingt mal behandeln. Und jetzt gehen wir da einfach mal auf die Leitfragen. Also, wie verhält sich Heideggers Zeittheorie zu den bisherigen Theorien? Das ist eine spannende Frage. Dann, was kritisiert Heidegger am vulgären Zeitverständnis? Und wie hängen Zeitlichkeit in der Zeitlichkeit, also Zeitlichkeit, Dasein, Existenz miteinander zusammen? Und das ist vor allem die letzte Frage, interessiert mich besonders, wie verhalten sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nach Heidegger zueinander? Wer hat den Vorrang von diesen drei Ekstasen, so nennt es Heidegger, und warum? Das ist so die Frage. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf Bergson zurück. Was war nochmal das Stichwort bei Bergson, wenn Sie das ganz kurz beschreiben sollten? Was ist das Verdienst von Henri Bergsons Zeittheorie? Einfach ein Stichwort. Was kritisiert er? Das ist eigentlich ganz klar. Also er kritisiert die Verräumlichung der Zeit. Wieder die Verräumlichung der Zeit. Das ist das Stichwort bei Bergson. Verräumlichung heißt letztendlich Zementierung. Also der Kritikpunkt ist, indem wir die Zeit am Maßstab des Raumes messen, werden wir ihrer Dynamik nicht gerecht. Wir zwängen sie in Systeme, wir nehmen ihr das Organische, ja, dieses Dynamik. Und das möchte also Bergson retten und kritisiert dadurch die Verräumlichung der Zeit. Und wenn Sie diese Schrift, die ich Ihnen geschickt hatte, mal ein bisschen weiterlesen, sagt er, dass wir auf diese Weise auch unser Freiheitsverständnis viel besser erklären können. Weil Immanuel Kant hatte aus diesem Problem der Verräumlichung der Zeit, dem er unterlegen war nach Bergson, geschlussfolgert, dass Freiheit außerhalb der Zeit sein muss. Das war der Punkt bei Kant. Freiheit ist etwas, was außerhalb der Zeit, eine sogenannte intelligible Tat. Das ist so der Punkt bei Kant und das ist natürlich schwer vorstellbar, weil wir doch eigentlich uns so erfahren, dass wir in der Zeit frei sind, durch die Zeit überhaupt erst frei werden. Nach Kant ist das etwas, was außerhalb der Zeit geschieht und dann aber von außerhalb der Zeit in die Zeit hineintritt und sich da bemerkbar macht. Und dann sagt Bergson, wenn wir die Zeit anders verstehen und nicht am Paradigma des Raumes interpretieren, dann bekommen wir dieses ganze Problem mit der Freiheit nicht. Dann können wir nämlich Freiheit in der Zeit denken. Und es findet also so eine Art Theorie der Person auch statt. Das ist so die Folge. Folge ist dann die, wenn wir Zeit anders verstehen, können wir auch die Person anders verstehen, die in der Zeit existiert, als Subjekt, was nicht mehr nur verräumlich gedacht werden muss, sondern eben auch verzeitlich gedacht werden muss. Das Subjekt wird eben viel mehr dynamisch in seinen Vollzügen gefasst, dadurch, dass wir Zeit nicht mehr verräumlichen. Und da ist der Ansatzpunkt zu Heidegger, weil Heidegger jetzt hier noch einen Schritt weiter geht und sagt, genau da müssen wir also ansetzen, gegen die Verräumlichung nicht nur der Zeit, sondern auch gegen die Verräumlichung des Subjekts. Und Heidegger sagt dann in seiner Schrift Zeit und Sein und Zeit, also wir sollten weder davon ausgehen, dass wir es hier mit Subjekten zu tun haben. Da geht er nochmal über Bergson hinaus, weil Bergson sagt, wir sind Subjekte, die dynamisch sind, in der Zeit existieren. Heidegger sagt, nein, wir sind nicht Subjekte. Heidegger sagt, schon gar nicht sind wir Substanzen. Also das ist eher gegen Descartes gerichtet, die Subjektivität. Das ist gegen Aristoteles gerichtet. Wir sind weder Subjekte noch Substanzen, sondern was sind wir? Welchen Begriff bringt hier Heidegger ins Spiel? Ja, das Dasein. Wir sind ein Dasein. Ein Dasein. Und ein Dasein ist ein Sein, dem es in seinem Sein um sein Sein selbst geht. Also ein Dasein ist eine Existenz. Also Dasein und Existenz, das bringt er ganz zusammen.
Dasein hat immer diese selbstbezügliche Struktur. Es geht diesem Dasein um sein Sein selbst. Was heißt es? Also es steht in bestimmten Beziehungen zur Welt. Es steht immer schon in der Welt, das ist in der Welt sein. Und indem es in der Welt steht, bildet es bestimmte Bezüge aus. Und ein ganz besonderer Bezug ist die Sorge. Also die Sorge kommt hier mit ins Spiel. Sorge ist eine besondere Form der Bezüglichkeit, der Selbst- und Fremdbezüglichkeit. Und Heidegger wird jetzt dafür argumentieren, dass wir diese Sorgestruktur zeitlich interpretieren können. Ja, also die Sorge bedeutet nicht nur Kummer haben oder Angst haben, sondern dass einem an etwas gelegen ist. Ich besorge das, ich trage die Sorge dafür, ich bin fürsorglich. So muss man das auch verstehen. Ja, nicht nur so Angst oder sowas, sondern das ist dieses engagierte Verhältnis des In-der-Welt-Seins. Und dieser Bezug der Sorge, den, sagt Heidegger, können wir nur dann verstehen, wenn wir ihn zeitlich interpretieren. Zeitlich heißt jetzt immer eben im Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Heidegger sagt auch statt Vergangenheit Gewesenheit. Das ist auch ein wichtiger Begriff bei Heidegger. Und jetzt wollen wir einfach mal hier ein bisschen weiterlesen, weil Heidegger jetzt am Anfang auch nochmal auf Bergson zu sprechen kommt und ihn kritisiert. Und viele neuere Forscher sagen, Heidegger wird Bergson gar nicht gerecht. Heidegger verdankt Bergson viel mehr, als er zugeben möchte. So ist es immer in der Philosophie, dass man die vorhergehenden Theorien schlecht macht und nicht angemessen würdigt, was man jetzt von denen eigentlich noch übernimmt. Das war nicht, glaube ich, ganz fair von Heidegger, sagen jedenfalls neuere Forschungen. Jedenfalls kommen wir jetzt mal auf den Anfang zu sprechen. Sie finden die Folien auch wie immer auf Philocast. Die aktuellen Folien, die Sie auch jetzt hier vor sich sehen, finden Sie in der App oder auf dieser Seite. Er sagt jetzt Folgendes: Als der Sinn des Seins, des Seienden, das wir Dasein nennen, wird die Zeitlichkeit aufgewiesen. Dieser Nachweis muss sich bewähren in der wiederholten Interpretation der vorläufig aufgezeigten Daseinsstrukturen als Modi der Zeitlichkeit. Aber mit dieser Auslegung des Daseins als Zeitlichkeit ist nicht auch schon die Antwort auf die leitende Frage gegeben, die nach dem Sinn von Sein überhaupt steht. Wohl aber ist der Boden für die Gewinnung dieser Antwort bereitgestellt. Also, er sagt, die Auslegung. Ja, also Auslegung. Eine Auslegung ist immer ein Verstehen. Wenn ich etwas interpretiere, dann lege ich das aus. Aber auslegen kann man auch wirklich dieses Ausfalten. Kann man wirklich also auseinanderlegen. Die Differenzierung des Daseins, die müssen wir zeitlich verstehen. Also wir müssen, also die Strukturen des Daseins sind Formen oder Modi der Zeitlichkeit. Wir können das Dasein, unsere Existenz nur anhand der Zeit verstehen. Und natürlich nicht nach einer A-Reihe und nach einer B-Reihe. Da würde jetzt Heidegger sagen, die B-Reihe ist ja das Allerschlimmste, das ist ja die allergrößte Abstraktion. Und die A-Reihe ist auch noch viel zu abstrakt, ja, weil die A-Reihe ja nur hier Subjektivität ermöglicht, aber nicht Existenz. Wir müssen also uns die Frage stellen, was ist jetzt bitte schön der Unterschied zwischen Subjektivität und Dasein? Was ist hier der Unterschied? Das ist die spannende Frage. Ein Punkt bringt Heidegger ganz am Anfang. Er sagt, Subjektivität ist immer versus Objektivität. Objektivität oder auch versus Welt. Ja. Und da sagt Heidegger, das stimmt gar nicht, sondern Heidegger sagt, wir sind immer schon in der Welt. Das ist für Heidegger der Punkt. Deswegen stimmt er auch mit diesem Paradigma nicht überein. Er sagt, diese Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt, die ist in dem, oder Subjektivität, Objektivität oder Welt, sagen wir mal Welt eher, die ist in dem Begriff des Daseins aufgehoben, weil Heidegger vom Dasein auch so spricht, dass es immer schon in der Welt ist. Also ein Modus des Daseins ist das in der Welt sein. Das Dasein ist immer bezogen auf die Welt und es kann nie wie so eine denkende Substanz bei Descartes von der Welt entfremdet werden, sodass die Welt dem Subjekt fraglich wird. Ja, diese ganze Problematik des Skeptizismus,
Wie können wir denn wissen, ob es überhaupt etwas gibt, was da existiert? Oder existiere ich am Ende nur allein? Das sagt Heidegger. Das ist eine völlig falsche Fragestellung. Das ist eine abgeleitete Problematik, die gar nicht angemessen ist, weil wir eigentlich immer schon in der Welt sind. Das ist also der Punkt. Ne? Und er sagt, diese ganzen Bezüge, also das Subjekt wird nach Heidegger zu wenig in seinen Bezügen gedacht. Das Dasein ist reiner Bezug. Bezug zu sich selbst, Bezug zur Welt, Bezug zu allem Möglichen, Bezug zur Zukunft, Bezug zur Vergangenheit. So könnte man das sagen. Also ein sehr relationales Verständnis. Und über dieses relationale Verständnis kommt eben die Zeit hinein. Die Zeit ist nicht das sehr Räumliches, sondern was Relationales, was auch mal wieder zurückreicht, nach vorne reicht und so weiter. Das ist also so der Punkt des Daseins. Sehr relational. Subjekt ist nur so eine Relation, Subjekt versus Objekt, und Dasein ist immer schon mit der Welt zusammen, immer auf die Welt gerichtet, und dieses Gerichtetsein auf die Welt nennt Heidegger auch Intentionalität. Das hat er von Edmund Husserl, das ist ein Vorgänger, ein bedeutender Phänomenologe. Also Husserl ist so mit Bergson in einer Zeit ungefähr, und Heidegger versucht jetzt da nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Ja, also lesen einfach mal weiter. Also er sagt jetzt hier Folgendes. Andeutungsweise wurde gezeigt, zum Dasein gehört als ontische Verfassung ein vorontologisches Sein. Dasein ist in der Weise, Sein so etwas wie Sein zu verstehen. Aha, also es ist auch was. Das Dasein ist immer verstehend. Das ist natürlich wieder eine Relation. Ne? Unter Festhaltung dieses Zusammenhangs soll gezeigt werden, dass das, von wo aus Dasein überhaupt so etwas wie Sein ausdrücklich versteht und auslegt, die Zeit ist. Diese muss als der Horizont alles Seins, Verständnis und jeder Seinsauslegung ans Licht gebracht und genuin begriffen werden. Um das einsichtig werden zu lassen, bedarf es einer ursprünglichen Explikation der Zeit als Horizont des Seinsverständnisses aus der Zeitlichkeit, als Sein des Seinsverstehenden Daseins. Im Ganzen dieser Aufgabe liegt zugleich die Forderung, den so gewonnenen Begriff der Zeit gegen das vulgäre Zeitverständnis abzugrenzen, das explizit geworden ist in einer Zeitauslegung, wie sie sich im traditionellen Zeitbegriff niedergeschlagen hat, der sich seit Aristoteles bis über Bergson, da haben wir jetzt hier zwei unserer Kandidaten, hinaus durchhält. Dabei ist deutlich zu machen, dass und wie dieser Zeitbegriff und das vulgäre Zeitverständnis überhaupt aus der Zeitlichkeit entspringen. Damit wird dem vulgären Zeitbegriff sein eigenständiges Recht zurückgegeben, entgegen der These Bergsons, die mit ihm gemeinte Zeit sei der Raum. Aha, was ist jetzt also die Kritik? Was möchte Heidegger jetzt hier machen? Haben Sie eine Idee? Ja, beim Heiligen gibt es zwei Seinsweisen, die Eigentlichkeit und die Uneigentlichkeit. Mhm. Und das vulgäre Zeitverständnis kommt letztlich aus der Uneigentlichkeit. Mhm. Ja. Und also das ist eigentlich eine der Hauptaussagen hier. Genau, wissen Sie, was Uneigentlichkeit ist? Ja, das ist kein eigenständiges Seinsverständnis zu haben. Mhm. Das ist nicht bewusst. Ja, genau. Richtig. Ein wichtiger anderer Begriff ist noch das Mann. Das Mann. Das Mann. Also praktisch das Anonyme, ne? Das einfach in der Menge so aufgehen, ne? Sich so mittreiben lassen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Und damit mag dieses vulgäre Zeitverständnis zusammenhängen. Jedenfalls entwerfen wir uns in diesem vulgären Zeitverständnis nicht, sondern wir könnten vielleicht sagen, man unterliegt der Zeit. Man treibt in der Zeit, man wird in der Zeit getrieben. Oder die Zeit läuft auf einen zu. Ja, das ist so dieses passive Zeitverständnis. Ne? Also man schwimmt in der Zeit, im Strom der Zeit, man schwimmt eigentlich gar nicht, sondern wird im Strom der Zeit mitgerissen. Oder die Zeit kommt auf uns zu wie so ein Schicksal. Und gemäß beiden Verständnissen, die wir ja über die A-Reihe beschreiben können, sind wir passiv darin. Ja, wir unterliegen ihr, das könnte man so ein bisschen als diesen vulgären Zeitbegriff verstehen. Und wir müssen aber, um
zu existieren, müssen wir Zeit dynamisieren. Wir müssen Zeit als, wie er hier sagt, einen Horizont verstehen, innerhalb dessen überhaupt existiert werden kann und auch verstanden werden kann. Also Zeit nicht so sehr als ein fluides Medium, sondern als ein Horizont. Was ist denn ein Horizont? Ein Horizont ist etwas, was etwas abgrenzt. Ja? Also die Zeit ist, hier sind wir und die Zeit ist der Horizont. Zeit wird zu einer Grenze, zu einer Bedingung der Möglichkeit, könnte man vielleicht sagen mit Kant, transzendental. Die Zeit ist die Bedingung der Möglichkeit, um sich überhaupt entwerfen zu können, zum Beispiel um Pläne zu machen, um etwas zu lernen aus der Vergangenheit. Da wird jetzt mit Zeit ganz anders umgegangen, als nur so, dass man eben in der Zeit schwimmt oder die Zeit auf uns zuströmt. Das heißt, wir engagieren uns mit der Zeit. Ja, die Zeit wird für unser Selbstverständnis bedeutsam. Ja. Und jetzt sagt er hier, also das vulgäre Zeitverständnis beschreibt er jetzt hier noch nicht genau, aber er möchte dem vulgären Zeitverständnis sein eigenes Recht zugestehen. Also das vulgäre Zeitverständnis wird zu einem Modus des Daseins, auch wenn es ein defizitärer Modus des Daseins ist. Es wird also nichts, was einfach so ausgeschlossen wird, sondern es wird gewissermaßen aufgehoben. Also man kann von einer höheren Warte aus plötzlich erkennen, dass das vulgäre Zeitverständnis eben ein Modus vielleicht der Verfallenheit ist oder ein Modus des Mahn ist, wenn man einfach im Zeitstrom fließt. Und nichts, was einfach ausgeschieden werden muss oder widerlegt werden muss. Sondern Heidegger hat, also die große Stärke der heideggerschen Philosophie ist, dass er alles mit aufnimmt. Also selbst aus seiner Sicht verfehlte Formen sind nicht einfach Fehler, die es auszuschließen gilt, sondern es sind Weisen unserer Existenz, die ihre Berechtigung haben, aber die erst im Durchlauf, im Überbieten zurechtgewiesen werden, könnte man sagen. Und in dieser sehr integrativen Form das Falsche nicht einfach nur als das Äußerliche oder das zu Verdammende oder wie auch immer anzusehen, sondern als Modus der Entwicklung anzusehen, da gleicht Heidegger sehr. Wissen Sie, welchem Philosophen er da gleicht? Ja, genau. Ich habe es ja auch schon gesagt, also dieses Aufheben. Hegel denkt das genauso, da muss man sagen, Heidegger denkt es genauso wie Hegel. Also Hegel denkt auch, jede Form des Fehlers ist nicht einfach irgendwas Schlechtes, Äußerliches, sondern es ist eine Station, ein Moment in einer viel größeren Entwicklung. Also im Fehler ist die Wahrheit schon angelegt, sagt Hegel letztendlich. Und da ist auch was dran, weil wenn Sie sich irren, können Sie nämlich sagen, dass wenn Sie sich irren, die Möglichkeit zu irren bedeutet, dass Sie immer schon an der Wahrheit orientiert sind. Ja, Sie haben nicht den richtigen Zugriff, aber Sie haben sich schon was gedacht. Wenn Sie zum Beispiel sich irren oder enttäuscht werden, dann heißt es, Sie haben eine Proposition, also eine Vermutung gehabt, Sie haben eine intentionale Einstellung gehabt und diese Proposition hat sich als falsch herausgestellt. Aber Sie haben dadurch nicht nichts gemacht, sondern Sie waren mit der Wahrheit zugange, sag ich mal. Und das ist eine wichtige Intuition und Heidegger nimmt das von Hegel also auf, aber er macht das noch auf eine viel existenziellere Weise. Bei Hegel wird das alles zu einem logischen Prozess und zu einem auch irgendwie anonymen logischen Prozess. Bei Hegel spielt das eigentliche Individuum als solches dann keine Rolle mehr, sondern es wird aufgehoben in einem viel größeren Verbund. Und Heidegger möchte eben, ich sage jetzt nicht das Individuum, aber die Existenz mit seinen Sorgen und so weiter und so fort, das möchte Heidegger eben besonders akzentuieren. Hegel hingegen würde sowas wie Sorge wohl eher in die Psychologie nehmen, auch wenn er dann interessanterweise auch bezogen auf metaphysische Themen plötzlich von einem Schmerz spricht oder vielleicht auch von einer Angst. Also bei Hegel kommt dann ganz interessanterweise bei den allermetaphysischsten, abstraktesten Themen wieder sehr konkrete existenzielle Begriffe ins Spiel, wie zum Beispiel Schmerz. Und dann ist die Frage, ja, ist das jetzt eine Metaphorik oder warum bringt das jetzt Hegel hier eigentlich? Na, bei Heidegger ist es sehr konsequent, dass Heidegger sagt, die Sorge ist nichts Psychologisches, die Sorge ist nichts Kontingentes und die Sorge ist was absolut Notwendiges, eine Grundbedingung unserer Existenz, nichts Abgeleitetes.
auch kein Gegenstand der Psychologie. Ja, das ist so, Sorge ist ein Gegenstand der Ontologie. Das ist nochmal spannend. Also die ganzen Metaphysiker der Geschichte wie Descartes und so weiter, die hätten sich nie über die Sorge Gedanken gemacht oder über die Angst. Und Heidegger sagt, nein, das ist das eigentliche Anliegen der Ontologie. Alles andere ist nur abstrakte Ontologie. Dann haben wir ein weiteres Zitat, das Dasein ist ihm selbst hinsichtlich seiner Existenz eigentlich oder uneigentlich erschlossen. Existierend versteht es sich so zwar, dass dieses Verstehen kein pures Erfassen darstellt, sondern das existenzielle Sein des faktischen Sein-Könnens ausmacht. Das erschlossene Sein ist das eines Seienden, dem es um dieses Sein geht. Der Sinn dieses Seins, das heißt die Sorge, der diese in ihrer Konstitution ermöglicht, macht ursprünglich das Sein des Sein-Könnens aus. Der Sein-Sinn des Daseins ist nicht ein freischwebendes anderes und außerhalb seiner selbst, sondern das sich verstehende Dasein selbst, was ermöglicht das Sein des Daseins und damit dessen faktische Existenz. Aha, also der Sinn, hier ist natürlich die Frage, was ist jetzt der Sinn? Gibt es zwei Möglichkeiten. Der Sinn, so wie wir einen Geruchssinn und einen Sehsinn haben. So interpretiert das jetzt Herr Buchheim, Professor Buchheim. Aber das leuchtet mir nicht so ganz ein. Ich interpretiere, also wie Sie wahrscheinlich auch, Sinn ist einfach die Bedeutung. Ja, also so lese ich das, ne? Die Bedeutung, dass etwas überhaupt bedeutsam wird. Die Frage nach der Bedeutsamkeit. Ja, die Existenzfrage. Warum? So lese ich den Sinn. Aber man kann das auch anders lesen. Ne? Also Sorge, wie gesagt, Sorge ist ein besonders exklusiver Bezug des Daseins zu sich selbst und natürlich auch zur Welt. Und nicht nur irgendwie sowas wie Angst oder so. Ne? Also Sorge ist auch Verantwortung. Ich besorge das jetzt. Ich bin fürsorglich. So muss man das verstehen. Ja. Das Sinn bei Heidegger ist das Ermöglichende. Kommt nicht mehr ganz klar. Das Sinn dieses Seins verfasst der Sorge. Ja. Der diese in ihrer Konstitution ermöglicht. Die Sorge wird ermöglicht. Das heißt, das Sinn, das ist bei Heidegger nicht freischwindig, das ist nichts Metaphysisches. Das ist ein ganz klar, das ist eigentlich eher transzendental zu verstehen. Ja, genau, so sehe ich das auch, ja. Heidegger würde das so auch sagen. Also der Sinn ist vielleicht wieder so dieser Horizont, ne, innerhalb dessen das Dasein erst existieren kann. Also er sagt jetzt, der Sinn dieses Seins, das heißt der Sorge, der dies in ihrer Konstitution ermöglicht. Ne. Also natürlich sehr, sehr dicht jetzt formuliert. Also man könnte jetzt Sinn eben auch im Sinne eines Vermögens lesen, aber ich verstehe nicht, inwiefern ein Sein ein Vermögen haben sollte. Ja. Inwiefern ein Sein ein Vermögen haben könnte. Ne? Also ich würde, also Sinn würde ich jetzt so verstehen als Bedeutung. Ja. Also als das, was entscheidend ist, das, was von Wichtigkeit ist. Ne? Aber hier gibt es ganz verschiedene Interpretation. Ja. Also jedenfalls, wie Sie richtig sagen, nichts, was da irgendwie so außerhalb ist, nichts Äußerliches, was da rumschwebt, sondern es ist eben ganz intim mit dem Dasein verbunden. Ich lese es als Bedeutung, also das, was für mich von Bedeutung ist, was wertvoll ist, sowas. Das ist, und man sieht natürlich, das, was wertvoll ist, ist nur deswegen wertvoll, weil es in einem zeitlichen Kontext steht. Ja. Alles aller Wert ist letztendlich auch bemessen an der Zeit. Die Zeit ist begrenzt. Heidegger spricht vom Vorlaufen auf den Tod. Das heißt, in der Endlichkeit, in der Endlichkeitsstruktur, da zeigt sich erst der Wert einer Sache. Die Knappheit, die Endlichkeit, das ist natürlich das, was überhaupt Sinn und Bedeutung erst möglich macht. Das ist so die These, da geht es hin bei Heidegger. Sagt er Folgendes, das Entworfene des ursprünglichen existenziellen Entwurfs der Existenz enthüllte sich als vorlaufende Entschlossenheit. Was ermöglicht dieses eigentliche Ganzsein des Daseins hinsichtlich der Einheit seines gegliederten Strukturganzen?
formal existenzial gefasst, ohne jetzt ständig den vollen Strukturgehalt zu nennen, ist die vorlaufende Entschlossenheit, das Sein zum eigensten ausgezeichneten Sein können. Dergleichen ist nur so möglich, dass das Dasein überhaupt in seiner eigensten Möglichkeit auf sich zukommen kann und die Möglichkeit in diesem sich auf sich zukommen lassen als Möglichkeit aushält, das heißt existiert. Dass die ausgezeichnete Möglichkeit Aushaltende in ihr sich auf sich zukommen lassen, ist das ursprüngliche Phänomen der Zukunft. Wenn zum Sein des Daseins das eigentliche bzw. uneigentliche Sein zum Tode gehört, dann ist dieses nur möglich als zukünftiges in dem Jetzt angezeigten und noch näher zu bestimmenden Sinn. Zukunft meint hier nicht ein Jetzt, das noch nicht wirklich geworden einmal erst sein wird, sondern die Kunft, in der das Dasein in seinem eigensten Sein können auf sich zukommt. Also es ist nichts, was von außen kommt, nichts Äußerliches, sondern das Dasein kommt selbst auf sich zu. Das Vorlaufen macht das Dasein eigentlich zukünftig, so zwar, dass das Vorlaufen selbst nur möglich ist, sofern das Dasein als Sein, das überhaupt schon immer auf sich zukommt, das heißt in seinem Sein überhaupt zukünftig ist. Das ist jetzt mal wieder ein typisch heideggerischer Satz, mit diesem Vorlaufen und so weiter und so fort. Wie verstehen Sie das jetzt? Haben Sie eine Idee, wie man aus diesen sehr kryptischen Sätzen hier etwas Sinnvolles gewinnen kann? Vielleicht können wir das ja etwas grafisch besser verdeutlichen. Haben Sie eine Idee? Wie kann man das sich vorstellen? Ja. Der Tod ist für den Heiligen die äußerste Möglichkeit. Ja, Also machen wir. Der Tod gehört im Heiligen Sinn zum Dasein. Ja. Nur darin ist das Dasein ganz. Ja, also machen wir doch hier den Tod. Das ist so die Grenze. Und das Dasein sei jetzt mal hier. Und jetzt darf man sich das nicht so vorstellen, dass der Tod irgendwo da so außen ist oder so ein Jenseits ist, ja, sondern der Tod ist immer, das Dasein spiegelt sich, es läuft vor und es läuft dann auch wieder zurück auf den Tod. Können wir das vielleicht so ein bisschen an diesem Text hier so verständlich machen? Also das Dasein ist das Sein zum Tode, das ist ja auch eine ganz bekannte Wendung von Heidegger. Zukunft meint hier nicht ein Jetzt, das noch nicht wirklich geworden einmal erst sein wird. Also es ist nichts Äußerliches, sondern die Zukunft ist immer bei Heidegger gegenwärtig. Das ist ja das Spannende. Ne? Wir sehen also Zukunft. Diese Ekstasen der Zeit werden bei Heidegger in ein ganz neues Verhältnis zu sich selbst gebracht. Ja, also nicht das noch nicht wirklich geworden, nicht bloß die Möglichkeit, sondern die Kunft, was auch immer das jetzt ist, wer das Dasein in seinem eigenen Sein kann, auf sich zukommen. Also es gibt eine Bewegung des Auf sich Zus und eine Bewegung des Vorlaufens. Also ich glaube, dass man so verstehen muss, so wie so ein Kreislauf. Ne? Also das Dasein hat den Tod als die äußerste Möglichkeit, läuft in ihm vor, also antizipiert den Tod, akzeptiert ihn als die äußerste Möglichkeit und versteht vor dem Hintergrund dieser äußersten Möglichkeit sich selbst erst wieder. Dann haben wir hier also das Vorlaufen, wäre das hier. Und das hier wäre die Kunft. Sehen Sie das ähnlich oder würden Sie das anders verstehen? Also ich glaube, dass man das in so einen Kreislauf bringen kann. Also diese Bewegung hier, erst vorlaufen und dann zurücklaufen. Und dann wird natürlich der Tod als Möglichkeit antizipiert und vergegenwärtigt. Es wird immer bezogen auf das Dasein. Ja. Und natürlich kommt hier dann auch die Zeit ins Spiel. Ne? Das ist natürlich alles, was in der Zeit ist. Ne? Aber er sagte damit dann auch, wenn ich verstehe, dass man nur maximal vorlaufen kann zum Tod. Genau, es muss. Darüber hinaus geht es nicht, ja. Ich glaube eben, es war in einer der vorigen Sitzungen, wo ich meinte, man ist eigentlich immer schon drüber hinaus. Das ist so meine Ansicht. Ne? Weil
das ist immer das Problem der Grenze, ne? Dass wenn wir etwas bestimmen können als Grenze, müssen wir es eigentlich immer von zwei Seiten her bestimmen. Aber das ist eine andere Frage, ne? Man kann es durchaus so sehen. Es muss auch nicht bis zum Tod sein, sondern es kann auch zum Beispiel einfach mal was Zukünftiges sein, was eben vor dem Tod liegt, ne? So eine Option oder so, ne? Und dann ist es halt hier vielleicht so ein kürzerer Kreislauf, ne? Das geht natürlich auch, ne? Das ist natürlich klar. Das muss nicht sein. Sie bekommen auch noch einen Evaluationsbogen. Ja. Ich glaube, das Entscheidende von Heiligen ist, dass sie durch dieses Bewusstsein des Daseins, dass es Dasein von Körper und nicht daseinsmäßigen Sein unterscheidet. Der ganz entscheidende Unterschied zum Beispiel zum Tier. Ja. Das Dasein hat ein Bewusstsein. Es ist kein Denken an den Tod, sondern es ist ein Bewusstmachen. Und dadurch kommt die Endlichkeit ins Dasein. Ja. Das ist für ihn ein ganz entscheidender Punkt. Die Endlichkeit und die Kunst, also verstehe ich eigentlich eher als Zustand. Also das ist einfach der Zustand, dass man im Grunde als entwertendes Dasein als Grenze sozusagen den Tod erkennen. Ja, genau. Ich schreibe auch noch hier Entwurf. Entwurf kann man vielleicht auch mit dem Vorlaufen noch zusammenbringen. Die Frage ist halt die, ob Bewusstsein nicht zu schwach ist. Also Bewusstsein ist ja dann wieder im Modus der Subjektivität. Und es ist sicherlich möglich, dass auch ein Tier Bewusstsein hat von sich selbst. Oder nur Bewusstsein hat, zum Beispiel Schmerzempfinden. Ja. Also es ist dann ein ganz besonderes eben Bewusstsein, ein Zeitbewusstsein, könnte man sagen. Ja? Weil es gibt ja verschiedene Formen des Bewusstseins. Es gibt ja phänomenales Bewusstsein, wenn Sie zum Beispiel Schmerzen haben. Und das haben Tiere auf jeden Fall auch, zumindest höher entwickelte Tiere. Ja? Ich weiß nicht, ob also Einzeller haben bestimmt kein Schmerzempfinden, ja? Wenn sie auch keine praktisch Neuronen haben oder so. Also das kann man ja alles organisch zeigen. Aber zum Beispiel ein Hund hat natürlich Schmerzempfinden, ganz klar. Der hat auch Bewusstsein, phänomenales Bewusstsein. Und ein Papagei oder ein Delfin hat wahrscheinlich sogar Selbstbewusstsein in gewissen Stufungen. Ja. Oder besonders intelligente Affen, die sich dann im Spiegel erkennen. Ja. Das ist dann natürlich was ganz anderes. Und nicht das Spiegelbild attackieren. Das sieht man zum Beispiel bei Löwen oder anderen wilden Tieren, dass die dann eben das Spiegelbild angreifen. Und es gibt eben bestimmte Tiere, die dann kapieren, hoppla, das bin ja ich. Und da haben wir dann eine bestimmte Form von Selbstrepräsentation, also ein Selbstmodell. Und das ist dann eine Form von Selbstbewusstsein. Und dann kann man natürlich sagen, es gibt eben verschiedene Stufen oder Dimensionen des Selbstbewusstseins. Und es gibt eine besonders anspruchsvolle Form. Und das ist dann die des Daseins, dass eben Selbstbewusstsein nur möglich wird vor dem Horizont der Zeitlichkeit. Ja, und dass natürlich Zeitlichkeit für Tiere keine Rolle spielt in ihrem Selbstbewusstsein. Das ist belegt. Also Tiere haben einfach kein Zukunftsbewusstsein, sodass sie auch Sorge haben können. Sowas, das kann man wirklich empirisch zeigen. Also Tiere haben keine Zukunftsängste, weil sie keinen Begriff von Zukunft haben. Wenn dann im ganz rudimentären Sinne. Und sie haben eher so ein Erinnerungsvermögen, dass sie konditioniert wurden und schlechte Erinnerungen haben. Aber die Zukunft ist kein Gestaltungsraum des Selbstentwurfs für Tiere. Deswegen leben Tiere auch sehr unbeschwert, ne? Und wir machen uns wegen allem möglichen Sorgen. Da haben wir es wieder. Also die Sorge kommt eben dann ins Spiel, wenn die Zukunft als etwas Bedrohliches oder auch als einen Möglichkeitsraum gesehen wird, der uns eben besonders in unserer Existenz betrifft. Und Tiere sind nicht betroffen von der Zukunft, weil sie keinen Begriff davon haben. Nach neuesten Forschungen. Vielleicht haben es Delfine, aber das ist natürlich ganz schwierig. Also Delfine und besonders hochentwickelte Affenarten sind eben die intelligentesten Tiere. Und ich kenne mich zu wenig aus, ob Delfine. Es würde mich nicht verwundern, wenn Delfine auch so ein Zeitbewusstsein hätten, das uns ein bisschen entspricht. Ne? Aber jedenfalls müsste man da noch genauere Forschung anstellen. Also das ist hier die Struktur. Die vorlaufende Entschlossenheit versteht das Dasein in seinem wesenhaften Schuldigsein. Dieses Verstehen besagt, das Schuldigsein existieren, übernehmen, als geworfener Grund der Nichtigkeit sein.
Übernahme der Geworfenheit aber bedeutet das Dasein in dem, wie es je schon war, eigentlich sein. Die Übernahme der Geworfenheit ist aber nur so möglich, dass das zukünftige Dasein sein eigenstes, wie es je schon war, das heißt sein Gewesen sein kann. Nur sofern Dasein überhaupt ist, als ich bin gewesen, kann es zukünftig auf sich selbst so zukommen, dass es zurückkommt. Eigentlich, zukünftig ist das Dasein eigentlich gewesen. Das Vorlaufen in die äußerste und eigenste Möglichkeit, Tod, ist das verstehende Zurückkommen in das eigenste Gewesen. Dasein kann nur eigentlich gewesen sein, sofern es zukünftig ist. Die Gewesenheit entspringt in gewisser Weise der Zukunft. Aha, jetzt bringt er hier ganz interessant, Zukunft und Vergangenheit in einen dynamischen Bezug. Und das ist, glaube ich, das Neue, was wir hier bei Heidegger haben. Bei Bergson ist es so, ist Zeitdauer sehr subjektiv betrachtet. Also Bergson denkt Zeit sehr vom individuellen Bewusstsein aus und ineinander geschachtelt, dynamisch. Aber er würde nie sagen, gut, er würde in Ansätzen sagen, dass das Vergangene im Folgenden noch anklingt. Das sagt er, weil er sagt, es ist ja geschachtelt. Ne? Also das finden wir hier schon auch. Aber in dieser Radikalität der Bedeutung für das Dasein macht es erst Heidegger. Wie können wir jetzt hier die Gewesenheit in dieses Bild hier einzeichnen? Ja. Die Gewesenheit, in meinen Augen, der Kasten dieses Daseins, das ist im Grunde das existierende, das faktisch existierende Dasein. Mhm. Ja. Das hat einfach das entwickelt sich, das heißt, das heißt, die Vergangenheit. Mhm. Geschichte. Ja, ja, das verstehende Zurückkommen auf sein Gewesen. Also indem wir zurückkommen, also indem wir vorlaufen und wieder zurückkommen, merken wir, dass da eine Zeitdifferenz war. Ja, wir kommen wieder auf uns zurück als etwas, was immer schon gewesen ist, was vielleicht auch anwesend war. Ja, also ich glaube, ich würde Ihnen auch darin recht geben, dass wir es hier hinnehmen müssen. Also wir kommen zurück auf die Gewesenheit, auf das Immer schon. Ja. Sehen Sie das ähnlich? Wo würden Sie die Gewesenheit hinmalen, hinzeichnen? Gewesen. Schauen Sie mal die zeitliche Form, was für ein Modus ist denn das gewesen? Ja, genau, also eigentlich ein Partizip, ja, ein Partizip 2, könnte auch sagen, perfekt, dann ich bin gewesen, ja, also im Englischen wird das noch so ein bisschen deutlicher. Die haben ja dann noch ein bisschen stärker die Unterscheidung zwischen Tempus und Aspekt. Ja, da gibt es dann die Progressivform, I have been. Und ich glaube, dass wir das so verstehen müssen, an dieser progressiven, dimensionierten Zeit. Ne? Also was im Englischen mit dem Perfekt, dem Progressiv-Perfekt ausgedrückt wird, ne, dass eben Existieren, was einerseits abgeschlossen ist, aber nicht so abgeschlossen ist wie das Präteritum im Deutschen. Ja. Ich war. Ja. Also I was und versus I have been. Ja. Dieses have been bedeutet immer vom Aspekt, dass es noch andauert. I have been working since und so weiter. Ja. Aber wenn man sagt, 2 days ago I did so und so, dann ist es klar abgegrenzt. Ne? Also dieses have been, diese progressive Form des Perfekts, ich glaube, an die denkt der Heidegger, ne? Dass das immer noch am Werk ist, dass da immer noch was
hergestellt wird. Dass es nichts Äußerliches ist, ne, wie im Präteritum, dass das einfach jetzt abgegrenzt ist, sondern wir ziehen das mit uns mit, die Vergangenheit. Die ist in uns präsent irgendwie. Und vergangen ist etwas nur dann, wenn wir uns in eine Distanz, in eine Differenz zu uns selbst bringen, würde ich mal sagen. Also indem wir zumindest reflektierend eine Differenz eröffnen zwischen einem gewissen Zeitpunkt und zum Beispiel indem man vorläuft und erst wenn man wieder zurückkommt, kann man diese Vergangenheit sehen. Da ist ja ein Weg zurückgelegt worden. In diesem Zurückkommen sieht man in der Distanz zur Zeit, zur Zukunft, wird erst die Gewesenheit deutlich. So könnte man es vielleicht auch sagen, ja, als ein Differenzbegriff. Ja. Wenn wir zurückkommen, erkennen wir, wir sind gewesen. Da ist Zeit vergangen vom Zurückkommen, vom Entwurf. Ja. Aber ich würde es mit so einer progressiven Form im Englischen vergleichen. Gewesenheit, Wesen, anwesend, da hat man es ja mit diesem Wesen. Es ist im Vollzug, es ist andauernd. Ja, ja, das, also Sie sehen hier, bringt er das alles in so ein Gefüge. Die vorlaufende Entschlossenheit erschließt die jeweilige Situation des Da so, dass die Existenz handelnd das faktisch umweltlich zu Handelnde umsichtig besorgt. Das entschlossene Sein bei dem Zuhandenen der Situation, das heißt das handelnde Begegnen lassen des umweltlich Anwesenden, ist nur möglich in einem Gegenwärtigen dieses Seienden. Nur als Gegenwart im Sinne des Gegenwärtigens kann die Entschlossenheit sein, was sie ist. Das unverstellte Begegnen lassen dessen, was sie handelnd ergreift. Also vorlaufen. Das ist wieder das auf den Tod, auf die Zukunft hin. Und die Gegenwart ist nichts, was einfach nur so da ist, sondern die Gegenwart muss aktiv betrieben werden. Ja, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Die Zukunft muss im Sinne der Kunst gedacht werden. Also die Zukunft ist etwas, was eigentlich schon im Begriff enthalten ist, im Wort. Die Zukunft hat das Dynamische des Kommens. Aber nicht sie kommt, sondern wir kommen in der Zukunft. Ja, das ist die Kunst. Und es hat den Vorlauf und die Gegenwart muss gegenwärtigen sein. Also die Gegenwart ist nicht einfach was Vorliegendes, sondern sie muss auch dynamisiert werden. Also es muss vergegenwärtigt werden. Ja, nicht einfach nur so ein Präsenzpunkt. Das Vergegenwärtigen. Das Gegenwärtigen. Was ist denn das? Jetzt sagt er, was es ist, das Begegnen lassen. Also wir müssen auf die Gegenwart auf eine bestimmte Weise bezogen sein, sodass wir überhaupt etwas in unsere Erfahrung treten lassen. Es ist nicht nur so passiv, dass da alles in uns hinein rieselt, auf uns so einströmt. Das wäre so ein passivistisches Gegenwartsverständnis, sondern wir lassen es zu. Das heißt, wir öffnen uns. Wir öffnen uns und sind die Bedingung der Möglichkeit, dass überhaupt etwas gegenwärtig werden kann. Dass etwas uns begegnen kann. Es begegnet nicht uns einfach irgendwas, sondern wir lassen es begegnen. Wir öffnen uns. Und ich glaube, so kann man sich auch diese Gegenwart vorstellen. Also Gegenwärtigen ist immer was Aktives und nichts Passives. Wie wenn man so vorm Fernseher sitzt, da passiert jetzt das und das und das. Ich muss es zulassen, ich muss mich öffnen dafür. Ich glaube, so versteht er die Gegenwart. Die Präsenz ist etwas Aktives. Genauso wie die Zukunft auch nichts Fremdes ist. Die Zukunft kommt nicht auf uns zu, sagt Heidegger, sondern wir kommen auf uns zu. Ja, wir treiben auch nicht in der Zeit voraus, sondern wir laufen vor, das ist was Aktives. Und wir unterliegen nicht der Gegenwart, sondern wir gegenwärtigen. Wir lassen geschehen.
Also alles wird hier sehr dynamisch gedacht. Also zwei Punkte. Also einmal diese gegen die Verräumlichung, das haben wir sowieso, weil er es alles relational denkt und ineinander, aufeinander bezogen. Aber noch stärker als bei Bergson werden eben die verschiedenen Ekstasen, die Richtung der Zeit aufeinander bezogen, auseinander entworfen. Und dann ist eben noch ein wichtiger Punkt, dass die Zeit nicht als etwas Passives verstanden wird, was auf uns einströmt, sondern als etwas, in dem wir aktiv sind, durch das überhaupt erst Aktivität möglich ist. Und jetzt kommt hier eine schöne Zusammenfassung von Heidegger, die das Ganze nochmal im Zusammenhang deutlich macht. Zukünftig auf sich zurückkommend bringt sich die Entschlossenheit gegenwärtigend in die Situation. Die Gewesenheit entspringt der Zukunft, so zwar, dass die Gewesene besser Gewesende Zukunft die Gegenwart aus sich entlässt, dies dergestalt als gewesend gegenwärtigende Zukunft einheitliche Phänomen nennen wir die Zeitlichkeit. Nur sofern das Dasein als Zeitlichkeit bestimmt ist, ermöglicht es ihm selbst das gekennzeichnete eigentliche Ganzseinkönnen der vorlaufenden Entschlossenheit. Zeitlichkeit enthüllt sich als der Sinn der eigentlichen Sorge. Also, jetzt haben wir hier so ein paar, also das ist jetzt vielleicht das wichtigste Zitat. Also erstmal ist doch seltsam, dass die Vergangenheit oder die Gewesenheit der Zukunft entspringt. Wir würden doch eigentlich sagen, die Zukunft entspringt, folgt aus der Gegenwart, oder? Also alles, was sein wird, ist determiniert durch das, was davor war. Ja, durch die Naturgesetze und durch den jetzigen Weltzustand. Und aus dem können wir dann auf das Zukünftige schließen. Also das ist abgeleitet, die Zukunft ist logisch abgeleitet von der Gegenwart und von der Vergangenheit. Und er sieht es jetzt genau andersrum. Er sagt, dass die Gewesenheit, also die Vergangenheit der Zukunft entspringt. Ja. Und die Gegenwart auch. Also die Gewesenheit entspringt der Zukunft und die Gegenwart wird aus ihr entlassen. Ja, und jetzt sagt er, das Phänomen des Gewesend, also Gewesend ist jetzt ganz spannend. Er sagt nicht, dass die gewesene Zukunft, das wäre ja widersprüchlich. Ja, gewesen ist ja Partizip 2. Ja. Das wäre ja eine vergangene Zukunft und das ist Quatsch. Ne? Sondern er sagt, schauen Sie mal auf die Grammatik. Was macht denn ihr jetzt aus gewesen? Schauen Sie mal grammatikalisch, was ist denn das für ein Wort? Das gibt es ja gar nicht. Was denkt denn ihr jetzt hier zusammen? Gewesende. Was macht ihr jetzt hier? Könnt ihr das grammatikalisch beschreiben? Ich sage nur Stichwort Partizip. Was macht ihr hier mit den Partizipien? Ja? Ja, es ist richtig. Also, wenn man es grammatikalisch beschreibt, bildet er hier ein Wort, was aus einem Partizip 2 und einem Partizip 1 zusammengesetzt ist. Nämlich gewesen ist Partizip 2 und dieses ND, das ist wie wesend, das ist Partizip 1. Partizip Präsens aktiv und Partizip der Vergangenheit. Also gewesen ist sowohl präsentisch als auch vergangen. Er denkt hier beides zusammen. Also es ist praktisch die Vergangenheit, die noch anwesend ist, die noch am Werk ist. Ganz interessant, gewesen. Ausdrucksweise gibt eine gewisse Dauer. Mhm. Ja, ja. Er lehnt es ja dann geschichtlich an. Das ist ja ganz wichtiger Punkt, dass das Dasein ein geschichtlicher Prozess ist. Und ist auch nur ein Ablauf. Mhm. Ja, ja. Also die Zukunft,
Von der Zukunft her wird alles bestimmt. Von der Zukunft wird die Vergangenheit bestimmt und die Gegenwart bestimmt. Es entspringt aus ihr. Ja, das ist also das hier, das Entscheidende. Der entscheidende Wendung ist das hier. Gewesen, gegenwärtig in der Zukunft. Damit haben wir eigentlich alles zusammen. Da haben wir die Vergangenheit in einem bestimmten Modus. Hier haben wir die Gegenwart und hier haben wir die Zukunft. Ja. Gewesen. Also die Zukunft verleiht der Vergangenheit erst ihre Bedeutung in ihrer Präsenz. Ja. Also man könnte jetzt Zukunft natürlich auch noch so anders formulieren. Also auch wichtig jetzt für die Hausarbeiten, wenn Sie über Heidegger schreiben, schreiben Sie nicht so, dass Sie seine Terminologie übernehmen, sondern formulieren Sie das mit anderen Worten. Also nicht jetzt im Heideggerschen in der Terminologie bleiben. Das nennt man auch Heideggern, wie es auch eine Hegelei gibt. Da gibt es auch eine Heideggerei. Also nicht in den Hausarbeiten dann Dasein oder, also Dasein können Sie verwenden, aber nicht gewesend oder sowas schreiben, sondern immer schreiben, was meint Heidegger jetzt mit gewesend? Was ist das seltsam? Gewesend ist nicht selbstverständlich. Das ist grammatikalisch ein Neologismus. Dieses Wort gibt es nicht in unserem Wortschatz. Es ist ein Kunstwort, das eine gewisse Struktur hat. Also das ist praktisch die Präsenz der Vergangenheit, die Präsenz, die fortdauernde Präsenz der Vergangenheit bezeichnen soll. Das ist mir ganz wichtig. Überall bei allen Philosophen, wenn die sehr starke eigene Begriffe bilden, gibt es auch bei Immanuel Kant, vor allem bei Heidegger und bei Hegel, Hegel haben wir jetzt nicht behandelt, möchte ich Ihnen nahelegen, dann nicht in deren Begrifflichkeit die Hausarbeit zu schreiben, sondern aus einer anderen Begrifflichkeit. Sie müssen also übersetzen, weil die Begriffe als solche überhaupt nichts klar machen. Eigentlichkeit ist überhaupt nicht klar, was Eigentlichkeit ist. Sorge ist überhaupt nicht klar, was Sorge ist. Ist Sorge meine Angst? Was ist Sorge? Also das auch noch als einen wichtigen Hinweis für die Hausarbeit. Ne? Also aus der Zukunft wird die Vergangenheit und die Gegenwart abgeleitet, aber so, dass eben Vergangenheit und Zukunft nichts Statisches sind, nichts Vorliegendes sind, sondern dass sie eben auf das Dasein bezogen sind und aktivistisch, dynamistisch gedacht werden. Und die Zukunft ist sozusagen der Haken oder der Punkt, an dem alles aufgehängt wird. Von der Zukunft her müssen wir die Gegenwart und die Vergangenheit denken. Ja. Und die Zukunft ist eben eine Aktivität oder ein Modus des Daseins. In diesem Vorlaufen und in dem Zurückkehren. Ja. Und was ist das Vorlaufen? Das ist jetzt die Frage. Man könnte sich das so vorstellen, es ist eben der Raum unserer Möglichkeiten. Ja. Ich entwerfe mich in Freiheit im Raum meiner Möglichkeiten. Ich bestimme mich selbst. Ich erkenne mich selbst darin auch auf eine gewisse Weise. Ich erkenne mich darin auch auf eine gewisse Weise. Ich erkenne meine Gegenwart und ich kann eben mich auch, indem ich mich entworfen habe, indem ich meine Entwürfe vollzogen habe, auch in meiner Gegenwart anders verhalten. Und ich verhalte mich eben vor dem Horizont der Zukunft auch zu dem Gegenwärtigen ganz anders, weil ich es im Lichte der Zukunft tue. Ich will etwas vielleicht und dann muss ich eben die Gegenwart dazu nutzen, um das Gewollte in der Zukunft zu realisieren. Und das, was gewesen ist, wird eben in seiner nach wie vor anhaltenden Bedeutung auch ein wichtiger Faktor für meinen Entwurf oder für das Selbsterkennen aus dem Zukunftsentwurf heraus. Ja. Aber da kann man noch viel weiteres machen, aber das ist jetzt jedenfalls ein sehr wichtiges Zitat, dass Sie das mal, dass wenn Sie eine Hausarbeit schreiben, könnten Sie da versuchen anzusetzen an diesem Punkt. Ja. Jetzt lesen wir noch mal ein bisschen weiter. Er sagt jetzt, der Phänomenale aus der Seinsverfassung der vorlaufenden Entschlossenheit
geschöpfte Gehalt dieses Sinnes erfüllt die Bedeutung dieses Ausdrucks, erfüllt die Bedeutung des Terminus Zeitlichkeit. Der terminologische Gebrauch dieses Ausdrucks muss zunächst alle aus dem vulgären Zeitbegriff sich andrängenden Bedeutungen von Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart fernhalten. Das gilt auch von den Begriffen einer subjektiven und objektiven bzw. immanenten und transzendenten Zeit. Sofern sich das Dasein selbst zunächst und zumeist uneigentlich versteht, darf vermutet werden, dass die Zeit des vulgären Zeitverstehens zwar ein echtes Phänomen darstellt, aber kein abkünftiges. Es entspringt der uneigentlichen Zeitlichkeit, die selbst ihren eigenen Ursprung hat. Die Begriffe der Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart sind zunächst aus dem uneigentlichen Zeitverstehen erwachsen. Die terminologische Umgrenzung der entsprechenden ursprünglichen und eigentlichen Phänomene kämpft mit derselben Schwierigkeit, der alle ontologische Terminologie verhaftet bleibt. Gewaltsamkeiten sind in diesem Untersuchungsfelde nicht Willkür, sondern sachgegründete Notwendigkeit. Um jedoch den Ursprung der uneigentlichen Zeitlichkeit aus der ursprünglichen und eigentlichen lückenlos aufweisen zu können, bedarf es erst einer konkreten Ausarbeitung des nur erst roh gekennzeichneten ursprünglichen Phänomens. Ja. Also jedenfalls, ohne jetzt besonders näher ins Detail gehen zu wollen, wir müssen, Zeitlichkeit, das ist ja also der wichtige Brief, er sagt nicht Zeit, sondern Zeitlichkeit. Also Zeitlichkeit bedeutet, dass eben alles, was existiert, nur im Modus, im Rahmen der Zeit verstanden werden muss, wenn es eigentlich verstanden werden soll. Und wir müssen ihn abgrenzen von diesen Bedeutungen, von diesen strikt getrennten Ekstasen Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. Und er sagt, Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart sind abgeleitete Weise, die aus dem uneigentlichen Zeitverstehen erwachsen. Also die so naive Begriffe, so, die sich so unmittelbar aufdrängen, aber die jetzt nicht den eigentlichen Sinn enthalten. Also damit haben wir es, diese Abgrenzung. Wenn die Entschlossenheit den Modus der eigentlichen Sorge ausmacht, sie selbst aber nur durch die Zeitlichkeit möglich ist, dann muss das im Hinblick auf die Entschlossenheit gewonnene Phänomen selbst nur eine Modalität der Zeitlichkeit darstellen, die überhaupt Sorge als solche ermöglicht. Die Seinsganzheit des Daseins als Sorge besagt sich vorweg schon Sein in einer Welt als Sein bei innerweltlich begegnendem Seienden. Bei der ersten Fixierung dieser gegliederten Struktur wurde darauf hingewiesen, dass mit Rücksicht auf diese Gliederung die ontologische Frage noch weiter zurückgetrieben werden müsse, bis zur Freilegung der Einheit der Ganzheit, der Strukturmannigfaltigkeit. Die ursprüngliche Einheit der Sorgestruktur liegt in der Zeitlichkeit. Okay, also, jetzt geht es hier um die Sorge. Sich vorweg schon sein, das ist dieses Vorlaufen, würde ich mal sagen, in einer Welt als Sein bei innerweltlich begegnendem Seienden. Und dieses innerweltlich begegnende Seiende ist das Gegenwärtige, würde ich sagen, dass wir Gegenwärtigen lassen. Gegenwärtigen lassen, würde ich sagen, kann man so verstehen, dass man Dinge erst bedeutsam werden lässt. Dinge sind nicht einfach so bedeutsam, vielleicht im gewissen Sinne schon, aber in einem existenziellen Sinne müssen wir Dinge erst in ihre Bedeutsamkeit, ja, wir müssen ihnen eigentlich ihre Bedeutung erst zukommen lassen, würde ich sagen. Es gibt hier den Unterschied zwischen Vorhandenheit und Zuhandenheit bei Heidegger. Ja, und das
Und Vorhandene ist einfach nur das Vorliegende, was jetzt nicht in einem bestimmten Mittelzweckkontext steht. Und das Zuhandene, das ist immer eingebunden in bestimmte Kontexte, also Mittelzweckrelationen. Ja, und ich würde es so auch verstehen, dass eben das Gegenwärtigende gegenwärtig ist, nur insofern wir es einbinden, wieder dieses relationale Denken, in bestimmte Kontexte. Also das Gegenwärtigende bedeutet, dass wir das, was jetzt präsent ist, in seinen Bezügen zu anderen vorliegenden Dingen oder was auch immer Phänomenen erkennen und bewerten. Also der Stift hat eine bestimmte Funktion, er ist nicht nur vorhanden, sondern er hat eine Funktion, ich kann damit was schreiben, es gibt dann so eine Art Teleologie, es gibt eine Art von instrumenteller Dimension. So verstehe ich jetzt das Gegenwärtige. Haben Sie noch eine andere Idee, wie man das verstehen kann? Ich glaube, das muss gar nicht so kompliziert machen. Das Sichtobjekt ist der Entwurf. Ja. Nach vorne, das Plan. Ja. Das Schonsein in, das ist sozusagen das Gewesene. Genau, richtig, ja. Und das Sein weit, das Beginnen lassende. Das ist Gegenwärtigende, genau. Das heißt, der Mensch plant, sobald man sich denken kann, oder sozusagen früh aufstehen, beginnen wir zu planen. Ja, ja. Dass man den ganzen Plan übermachen. Das ist das Sichtobjekt schon sein. Genau. Das kann man realisieren, das heißt, wenn man dann, was weiß ich, zum Essen gehen oder ein Buch kaufen, dann realisieren wir diese Pläne und das ist dieses Sein weiß, dann ist tatsächlich gegenwärtiges Sein. Genau, so sehe ich es auch. Also dieses Vorwegsein ist die Zukunft, das Schonsein vielleicht ein bisschen dieses Gewesenheit und dieses Sein bei, also die Gegenwart, das, was wir begegnen lassen. Also so leuchtet mir das auch ein. Sie sehen also, alle drei Dimensionen der Zeit oder Ekstasen sind immer nur auseinanderverständlich. Und sie sind aufgehängt an der Zukunft. Das ist das Entscheidende. Also an diesem Entwurf von der Grenze her gedacht. Und da ist natürlich gegenüber Bergson schon ein Fortschritt enthalten. Ja, das ist ganz klar. Weil Bergson das eben sehr vom Subjekt ausgedacht hatte, von der inneren Zeiterfahrung. Und Heidegger macht hier keine Beschreibung der inneren Zeiterfahrung. Heidegger macht hier eine knallharte Ontologie. Ja. Also er denkt das viel stärker und viel gewichtiger, als es Bergson tut. Bergson wäre nach Heidegger zu sehr am Subjekt haften geblieben. Ja. Und Heidegger möchte eben nicht beim Subjekt bleiben, sondern möchte zum Dasein gelangen, zur Existenz, was auch immer das jetzt genau ist. Aber Existenz, jedenfalls sehen wir schon, Existenz ist immer das sich verorten und entwerfen und planen im Gefüge dieser drei Dimensionen und dieses dynamische Aufeinanderbeziehen und das aktive zeitliche Gestalten und das nicht passiv dem zeitlichen Unterliegende. So viel können wir jetzt schon mal sagen. Das sich vorweg gründet in der Zukunft. Das Schonsein in bekundet in sich die Gewesenheit. Das Sein bei wird ermöglicht im Gegenwärtigen. Das haben wir ja vorhin gerade besprochen. So kann man das also verstehen. Hierbei verbietet es sich nach dem Gesagten von selbst, das Vor im Vorweg und das Schon aus dem vulgären Zeitverständnis zu fassen. Das Vor meint nicht das Vorher im Sinne des noch nicht jetzt, aber später. Ebenso wenig bedeutet das Schon ein nicht mehr jetzt, aber früher. Hätten die Ausdrücke Vor und Schon diese zeithafte Bedeutung, die sie auch haben können, dann wäre mit der Zeitlichkeit der Sorge gesagt, sie sei etwas, das früher und später noch nicht und nicht mehr zumal ist. Die Sorge wäre dann begriffen als Seiendes, das in der Zeit vorkommt und abläuft. Das Sein eines Seienden vom Charakter des Daseins würde zu einem Vorhandenen. Wenn dergleichen unmöglich ist, dann muss die zeithafte Bedeutung der genannten Ausdrücke eine andere sein. Das Vor- und Vorweg zeigt die Zukunft an, als welches sie überhaupt erst ermöglicht, dass Dasein so sein kann, dass es ihm um sein Sein können geht. Das in der Zukunft gründende Sich-Entwerfen auf das Umwillen seiner selbst ist ein Wesenscharakter der Existenzialität. Ihr primärer Sinn ist die Zukunft. Also dieses Umwillen, da haben wir hier wieder ein
Zweck, ein Telos, da geht es um die Sorge auch, ne, das Umwillen. Sorge um, also dieses um ist immer eine Präposition, die auch in der Sorge enthalten ist. Mir geht es darum, also es ist auch eine Intentionalität, ich bin bezogen auf das, aber auf eine bestimmte Weise bezogen. Ich bin natürlich auf mich selbst bezogen auf eine bestimmte Weise. Und der primäre Sinn ist die Zukunft. Also die Zukunft ist das Entscheidende. Ja. Haben Sie da noch eine Bemerkung dazu, als jetzt langsam wiederholt sich das so ein bisschen? Jedenfalls, Sorge ist wieder ein wichtiger Begriff. Und er wendet sich ab von einem bloß vergegenständlichen Denken. Er sagt, das Sein, eines Seienden vom Charakter des Daseins würde zu einem bloß Vorhandenen, wenn wir die Sorge als etwas begreifen würden, was in der Zeit vorkommt. Die Zeit ist nicht ein Gefäß, in dem das Dasein existiert. Das Dasein liegt nicht vor wie ein Gegenstand in einem Gefäß. Als ob das Gefäß, die Zeit ein Gefäß wäre. Das ist also ein falsches, wiederum verräumlichendes Vorstellen der Zeit, sondern das Dasein existiert in seinen Bezügen. Das Dasein ist wesentlich relational und die Relationen sind Zeitbezüge, die auf das Dasein zurückgebracht werden. Wir sehen, es ist ein Kreislauf und in diesem Kreislauf erst bekommen die ganzen Ekstasen ihre Bedeutung. Die Zeitlichkeit ermöglicht die Einheit von Existenz, Faktizität und Verfallen und konstituiert so ursprünglich die Ganzheit der Sorgestruktur. Die Momente der Sorge sind durch keine Anhäufung zusammengestückt, so wenig wie die Zeitlichkeit selbst sich erst aus Zukunft, Gewesenheit und Gegenwart mit der Zeit zusammensetzt. Die Zeitlichkeit ist überhaupt kein Seiendes. Sie ist nicht, sondern zeitigt sich. Warum wir gleichwohl nicht umhin können zu sagen, Zeitlichkeit ist der Sinn der Sorge, Zeitlichkeit ist so und so bestimmt, das kann erst verständlich gemacht werden. Aus der geklärten Idee des Seins und des Ist überhaupt. Zeitlichkeit zeitigt und zwar mögliche Weisen ihrer selbst. Diese ermöglichen die Mannigfaltigkeit der Seinsmodi des Daseins, vor allem die Grundmöglichkeit der eigentlichen und uneigentlichen Existenz. Hui, das ist wieder ein typisch heideggerischer Satz. Also, jetzt geht es hier erst nochmal um die Sorge, auf die wir nur so am Rande eingegangen sind, weil das ist wieder ein ganz anderes Thema. Sorge hat Strukturen, hat Momente und die beschreibt Heidegger als Existenz, Faktizität und Verfallen. Das sind also Dimensionen der Sorge. Und wir können jetzt, was auch immer das jetzt ist, Existenz, Faktizität und Verfallen, Heidegger ordnet jedem diesen Moment der Sorge eine Zeitlichkeit zu. Und zwar eben Zukunft, Gewesenheit und Vergangenheit. Ja? Also Existenz wäre das zukünftige Moment der Sorge. Die Faktizität wäre die Gewesenheit und die Gegenwart wäre das Verfallen. Ja, das leuchtet auch so ein bisschen ein. Existenz heißt ja vom Lateinischen, wissen Sie, was Existenz eigentlich heißt? Wenn Sie mal schauen hier. Lateinisch kann man das so schreiben, Existenz. Eck kommt eigentlich von ex sistere. Weiß jemand von Ihnen, was das heißt? Ex, ex sistere. Sistere, was heißt es? Genau, das Herausstehen. Das Herausstehen.
Und das zeigt sich ja hier schon im Vorlaufen. Ne? Das Dasein steht aus sich heraus zur Zukunft. Es ist aus sich heraus gerichtet, nach vorne gewissermaßen. Das ist wieder eine Verräumlichung natürlich. Also es ist nie mit sich selbst identisch, sondern es ist immer über sich hinaus. Und indem es über sich hinaus ist, ist es eben auch in die Zukunft als einen Möglichkeitsraum entworfen. Das ist also die zukünftige Struktur. Die Faktizität, das leuchtet allein vom Wort her schon ein, weil Faktizität ja von facere, factum, ein Partizip, Präteritum, passiv, also ein Gemachtes, da ist die Wesenheit enthalten, und das Verfallen kann man natürlich als ein Modus der Gegenwart verstehen. Wir unterliegen dem Gegenwärtigen einfach. Wir sind im Strom des Alltags gefangen, das Mahn, die Uneigentlichkeit und so weiter und so fort. Das hängt alles damit zusammen. Also es ist ganz wichtig, die Sorge, was auch immer das ist, die Sorge ist eben eine besondere ausgezeichnete Existenzweise des Daseins, und die zerfällt eben in zeitliche Strukturen. Also alles ist durch und durch zeitlich zu verstehen bei Heidegger. Zukunft, Gewesenheit, Gegenwart zeigen die phänomenalen Charaktere des auf sich zu, des auf, zurück auf, des Begegnenlassens von. Die Phänomene des zu, auf, bei offenbaren die Zeitlichkeit als das, was auch immer, schlechthin. Das ist ein griechisches Wort, was hier jetzt falsch erkannt wurde. Wahrscheinlich Ekstatikon oder so. Das herausstellen. Zeitlichkeit ist das ursprüngliche, als Ekstase hängt damit auch zusammen, das ursprüngliche außer sich, an und für sich selbst. Wir nennen daher die charakterisierten Phänomene Zukunft, Gewesenheit, Gegenwart die Ekstasen der Zeitlichkeit. Sie ist nicht vor dem ein Seiendes, das erst aus sich heraustritt, sondern ihr Wesen ist Zeitigung in der Einheit der Ekstasen. Das Charakteristische der dem vulgären Zeitverständnis zugänglichen Zeit besteht unter anderem gerade darin, dass in ihr als einer puren Anfangs- und endlosen Jetztfolge der ekstatische Charakter der ursprünglichen Zeitlichkeit nivelliert ist. Diese Nivellierung selbst gründet aber in ihrem existenzialen Sinne nach einer bestimmten möglichen Zeitigung, gemäß der die Zeitlichkeit als uneigentliche die genannte Zeit zeitigt. Wenn daher die der Verständlichkeit des Daseins zugängliche Zeit als nicht ursprünglich und vielmehr entspringend aus der eigentlichen Zeitlichkeit nachgewiesen wird, dann rechtfertigt sich gemäß dem Satze a potiori fit denominatio die Benennung der jetzt freigelegten Zeitlichkeit als ursprüngliche Zeit. Oh, das ist jetzt wieder schwierig. Was wir jetzt hier besonders beachten müssen, ist die Ekstase. Also, jetzt geht es hier um die Präpositionen, also Zukunft, Gewesenheit, Gegenwart. Die haben die Präpositionen, das auf sich zu, und der Ortsrichtung der Vektoren, vielleicht können wir sagen, der Vektoren auf sich zu. Zurück auf, das ist die Vergangenheit, das ist das Gewesene, und des Begegnenlassens von. Also auf sich zu kann man natürlich auch so sagen, das Dasein, das macht hier einen Entwurf von sich selbst. Das haben wir jetzt vielleicht noch, müssen wir vielleicht noch ergänzen. Das Dasein, das in diesem gepunkteten Raum ist das Dasein, wie es sich selbst gerne hätte. Ja? Das muss man vielleicht auch sagen, der Entwurf. Na, man entwirft sich, wie man sich gerne hätte, als Möglichkeit. Deswegen, das ist das auf sich zu. Also man kommt, man läuft auf sich zu als jemand, der man gerne wäre. So muss man das, glaube ich, nochmal ein bisschen präzisieren. Ja? Wir haben ein Selbstbild, einen Wunsch von uns, oder ein Ziel, und wir setzen uns in die Zukunft, wir planen uns
Und wir laufen in der Zukunft auf uns zu, auf dieses Modell, was wir da haben. Und dann kommen wir wieder zurück. Vielleicht könnte man es auch so interpretieren, dann sehen wir auch, dass wir gewissermaßen auch beschränkt sind natürlich in der Gewesenheit. Ne? Das zurück auf. Wir müssen dann den Selbstentwurf mit unserer Vorfindlichkeit, die immer eine Gewesende ist, ne, durch die Vergangenheit bestimmte und als solche fortdauernde Existenz in eine Art von Einklang bringen. Wir müssen wieder realistisch werden und wir müssen dann vor diesem Extrem des Vergangenen und des Zukünftigen vielleicht auch so eine gesunde Mitte finden. Ja, das könnte man auch sagen. Also, dass die Gegenwart die Synthese aus Zukünftigen und Gewesenem ist, dass wir eben im Lichte unserer beiden extremen Möglichkeiten, also der Zukunft, dieses Zukünftigen und des Gewesenen, dass wir aus diesen zwei Extremen heraus eben auch die Gegenwart dann besonders reflektiert betrachten. Also im Sinne dieser Synthese aus Möglichkeiten, die uns vorgegeben sind und Beschränkungen, die eben andauernd durch unsere Geworfenheit und durch unsere Vorbedingungen, aus diesen beiden Extremen müssen wir so eine Art Mitte bilden und dann eben in der Gegenwart so handeln, dass wir möglichst viel von unseren Zielen verwirklichen können. So kurz gesagt könnte man es vielleicht auch sagen. Also es geht immer um Richtungen, um Bezüge, auf sich zu, zurück auf, das, was man war, und das Begegnen lassen von. Und dass diese drei Bezüge nennt Heidegger jeweils das Außer sich. Das Außer sich. Ja. Außer sich. Und insofern, dass sich vom Außer sich handelt. Außer sich kann auch einfach nur heißen, wir stehen hier in Relationen. Außer sich heißt, wir nehmen Bezüge auf ein zukünftiges Selbst von uns, auf unsere Gewesenheit. Da beziehen wir uns auf uns zurück. Wir gehen aber aus uns heraus und kommen auf uns zurück. Und dieses Begegnen lassen ist auch auf etwas anderes bezogen. Also wir sind immer in Relationen zu etwas anderem, auch zu dem anderen unseres Selbst. Und dass es etwas außer sich ist, das nennt er eben die Ekstase. Also Ekstase heißt einfach nur das Herausstehen. Herausstehen. Ja, also immer dieses auf anderes bezogen. Das ist letztendlich auch Intentionalität, bedeutet das auch. Dieses Gerichtetsein auf etwas. Ne? Das sind Ekstasen der Zukunft, Gewesenheit und Vergangenheit. Ja. Ja, also das ist noch ein wichtiger Punkt. Ekstase, also Gewesenheit, Gegenwart und Zukunft sind Ekstasen der Zeitlichkeit und nicht der Zeit. Ja. Ekstasen. Ekstasen heißt, es ist nicht einfach irgendwelche Teile der Zeit oder subjektiven Erfahrungen der Zeit, oder irgendwelche Portionen auf einem Zeitstrahl, sondern es sind Bezüge des Daseins. Also Zeitlichkeit wird vom Dasein her verstanden. Und das Dasein in der Zeitlichkeit dann vor allem eben von der Zukunft, von der Zukünftigkeit. Das Herausstehen, also aus der Intentionalität, aus der Bezogenheit des Daseins. Also Zeitlichkeit, die drei Formen der Zeitlichkeit sind Formen des Bezugs des Daseins, Formen von Relationen des Daseins. Bei der Aufzählung der Ekstasen haben wir immer die Zukunft an erster Stelle genannt. Das soll anzeigen, dass die Zukunft in der ekstatischen Einheit der ursprünglichen und eigentlichen Zeitlichkeit einen Vorrang hat, wenngleich die Zeitlichkeit nicht erst durch eine Anhäufung und Abfolge der Ekstasen entsteht, sondern je in der Gleichursprünglichkeit derselben sich zeitigt. Aber innerhalb dieser sind die Modi der Zeitigung verschieden. Und die Verschiedenheit liegt darin, dass sich die Zeitigung aus den verschiedenen Ekstasen primär bestimmen kann. Die ursprüngliche und eigentliche Zeitlichkeit zeitigt sich aus der eigentlichen Zukunft. So zwar, dass sie zukünftig gewesen allererst die Gegenwart weckt. Das
Das primäre Phänomen der ursprünglichen und eigentlichen Zeitlichkeit ist die Zukunft. Der Vorrang der Zukunft wird sich entsprechend der modifizierten Zeitigung der uneigentlichen Zeitlichkeit selbst abwandeln, aber auch noch in der abkünftigen Zeit zum Vorschein kommen. Interessant finde ich jetzt hier die Wendung, die eigentliche Zukunft, die allererst die Gegenwart weckt. Das ist vielleicht auch ein schöner Bezug. Ne? Zukünftig gewesen, das ist das Interessante. Die Zukunft ist zukünftig gewesen. Also die Zukunft, das ist das Vorgelaufene und Zurückgelaufene. Also die Gewesenheit entsteht aus der Rückbewegung von der Zukunft wieder zurück, auf sich kommend, sich wieder vorfindend in seiner Gewesenheit. Erst, also das ist das Moment der Zukunft, ist das Vorlaufen auf den Entwurf. Und das Moment der Gewesenheit ist das Zurückkommen auf sich selbst in seiner Vorfindlichkeit, in seiner Beschränktheit vielleicht. Und erst in diesem Kreislauf, könnte man sagen, kommt die Gegenwart. Eigentlich müsste ich die Gegenwart hier reinschreiben. Gegenwart. Erst daraus wird die Gegenwart geweckt. Das ist interessant, ne? Also die Gegenwart kommt an dritter und letzter Stelle. Also erst kommt die Zukunft, das ist ja auch mal völlig, also wie würden wir denn gemeinhin die Reihenfolge der Zeit bestimmen? Haben Sie eine Idee? Was würden Sie sagen, kommt an erster Stelle gewöhnlich? Ja? Vergangenheit. Ja, Gegenwart, Zukunft, ne? So redet man eben. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Oder man könnte auch sagen, gut, wir reden von Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft oder so. Aber normalerweise Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, ne? Und hier, er sagt Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart. Denken Sie wie an Hegel zurück. These, Antithese, Synthese. Ganz ähnlich wie hier. Wir haben die Extreme. These, Zukunft, Antithese, Vergangenheit, Synthese, Gegenwart. Also so ein bisschen dieses Modell. Immer diese Dreierstruktur. Ja. Die Zeiten stehen nicht nebeneinander, sondern wir haben Zukunft und davon kommt dann letztendlich die Gewesenheit und dann erst kommt die Gegenwart. Ja, das ist, so muss man sich das vorstellen. Und die Zukunft ist, und das Dasein ist eigentlich hier drin. Und das Dasein ist eigentlich in dem Bezug zu allen. Das ist das Modell. Also Sie sehen, er bringt das ganze Gefüge der Zeit in eine neue Ordnung. Das ist das Bleibende bei Heidegger. Ja. Die Sorge ist Sein zum Tode. Die vorlaufende Entschlossenheit bestimmen wir als das eigentliche Sein zu der charakterisierten Möglichkeit der schlechthinigen Unmöglichkeit des Daseins. In solchem Sein zu seinem Ende existiert das Dasein eigentlich ganz als das Seiende, das es geworfen in den Tod sein kann. Es hat nicht ein Ende, an dem es nur aufhört, sondern existiert endlich. Das ist auch schön beschrieben. Die eigentliche Zukunft, die primär die Zeitlichkeit zeitigt, die den Sinn der Vorlaufenden, den Entschlossenheit ausmacht, enthüllt sich damit selbst als endliche. Allein geht trotz des Nicht-mehr-Daseins meiner selbst die Zeit nicht weiter und kann nicht unbeschränkt vieles noch in der Zukunft liegen und aus ihr ankommen. Also schön hat, gut hat mir das gefallen mit der Zukunft.
in solchem Sein zu seinem Ende, das ist das Vorlaufen auf den Tod, existiert das Dasein eigentlich ganz als das Seiende, dass es geworfen in den Tod sein kann. Es hat nicht ein Ende, an dem es nur aufhört, sondern existiert endlich. Also das Ende ist nichts Äußerliches, so die Grenze, sondern das Ende ist ein Modus des Existierens. Ja, es ist nichts Äußerliches, wo das Dasein aufhört, sondern das Ende ist immer schon im Dasein drin. Das Dasein ist dynamische Beendigung, könnte man sagen. Ja. Das Dasein ist Existieren aufs Ende hin, vom Ende her, sozusagen. Ja. Das Ende ist nicht der Endpunkt. Das Ende ist ein Modus der Existenz des Daseins. Endigen, man könnte auch sagen, das Dasein existiert endlich oder das Dasein entlicht sich. Jetzt rede ich schon so wie Heidegger. Ne? Es entlicht sich. Die eigentliche Zukunft, die primär die Zeitlichkeit zeitigt, die den Sinn der vorlaufenden Entschlossenheit ausmacht, enthüllt sich damit selbst als Endliche. Genau, also ich schaue mal hier, ob ich hier noch ein bisschen was habe. Ja, das ist vielleicht noch wichtig. Die Versuchung dazu, die Endlichkeit der ursprünglichen und eigentlichen Zukunft und damit der Zeitlichkeit zu übersehen, beziehungsweise sie a priori für unmöglich zu halten, entspringt aus dem ständigen Vordrängen des vulgären Zeitverständnisses. Wenn dieses mit Recht eine endlose Zeit und nur diese kennt, dann ist damit noch nicht erwiesen, dass es diese Zeit und ihre Endlichkeit auch schon versteht. Was besagt, die Zeit geht weiter und vergeht weiter? Was bedeutet das in der Zeit überhaupt und das in und aus der Zukunft im Besonderen? In welchem Sinne ist die Zeit endlos? Dergleichen verlangt Aufklärung, wenn die vulgären Einwände gegen die Endlichkeit der ursprünglichen Zeit nicht bodenlos bleiben wollen. Also hier ist noch wichtig, dass er an der vulgären Zeit kritisiert, dass es nur eine endlose Zeit kennt. Ja. Das ist die A-Reihe und die B-Reihe. Die A-Reihe und die B-Reihe ist unbegrenzt. Die denkt Zeit nicht vor einem Ende, vor dem Hintergrund eines Endes, sondern die läuft einfach weiter. Da kommt auf uns weiter was zu, dann sterben wir eben und dann läuft sie aber trotzdem weiter. Und für ein weiteres mögliches Subjekt läuft die Zeit eben auch weiter. Ja, und er sagt jetzt, das ist ein falsches Verständnis, absolut gesehen schon, aber innerhalb der Logik der uneigentlichen Zeit oder des vulgären Zeitverständnisses wird Zeit mit Recht als endlos angesehen. Ja. Also kurz gesagt, die ekstatische Zeit, die Zeitlichkeit, ist ein weiterer Punkt, nicht nur dynamisch, nicht räumlich und modal anders geordnet, sondern sie ist auch eine endliche Zeit. Das ist ganz entscheidend. Ne? Es ist immer Zeit von einem Ende her betrachtet. Immer eine Zeit, die nur begrenzt ist. Also eine limitierte Zeit, könnte man sagen. Ja? Eine endliche Zeit. Das ist, glaube ich, das Entscheidende für die existenzielle Zeitlichkeit, von der Heidegger hier spricht. So, das noch zum Schluss. Die bisherige Analyse der ursprünglichen Zeitlichkeit fassen wir in folgenden Thesen zusammen. Zeit ist ursprünglich als Zeitigung der Zeitlichkeit, als welche sie die Konstitution der Sorgestruktur ermöglicht. Die Zeitlichkeit ist wesenhaft ekstatisch. Zeitlichkeit zeitigt sich ursprünglich aus der Zukunft. Die ursprüngliche Zeit ist endlich. Das ist hier nochmal so ein bisschen die Zusammenfassung. Also Sorge, dieses Existenz, Faktizität und Verfallen, das sind drei Dimensionen der Sorge, die lassen sich zeitlich verstehen. Und Zeitlichkeit ist immer Bezug auf ein anderes aus sich heraus.
Und Zeitlichkeit ist darin immer endlich. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Also immer nur von der Grenze her gesehen, wird uns das Ganze verständlich. Dann sind wir jetzt hier am Ende nicht nur dieser Sitzung, sondern auch am Ende von Heidegger anbelangt, vorerst mal. Wir werden in der nächsten Sitzung nochmal ganz kurz darauf zurückkommen, aber ich glaube, wir haben ihn jetzt wirklich ausführlich besprochen, in zwei Sitzungen fast. Ich werde eine Zusammenfassung rumschicken und dann wollen wir in der, ich glaube, wir haben jetzt nur noch eine Sitzung, ne? In der letzten Sitzung der nächsten Woche wollen wir uns mit MacTaggart auseinandersetzen. Der hat diesen Begriff der A-Reihe und der C-Reihe geprägt, auch noch eine B-Reihe natürlich, A-B-C-Reihe. Und dann, wenn noch ein bisschen Zeit bleibt, möchte ich mal noch ein bisschen einen Ausblick geben, also vielleicht eine halbe Stunde. Ich habe mir noch einiges Physikalisches zusammengelesen hier, also aus der Kosmologie, da gibt es interessante Ergebnisse, zum Beispiel die These, dass die Naturgesetze auch zeitlich zu verstehen sind, dass also Naturgesetze sich evolutionär dynamisch entwickelt haben. Da werde ich ein bisschen was vorstellen und vielleicht noch auf den Philosophen aus Heidelberg namens Anton Friedrich Koch eingehen, der dazu auch was geschrieben hat. Ich biete außerdem noch Sprechstunden an und die schicke ich Ihnen auch in meiner nächsten Rundmail herum. Dann bis zur nächsten und letzten Sitzung.